Schade für Holler, dass er es nicht geschafft hat. Aber ich bin guter Dinge jetzt wieder und bin motiviert und hoffe, dass wir das jetzt hinkriegen. Und ich traue dem Tietz das zu, dass er das schafft, weil er hat hier jetzt alle Möglichkeiten, irgendwie das Wunder von Hamburg zu schaffen. Dieser Trainerwechsel war echt notwendig. Schade um Hollerbach. Schade, dass Hollerbach kein Spiel gewinnen konnte als HSV-Trainer. Ich hätte ihm das gegönnt, weil er auch mit der HSV-Seele verbunden ist. Die Chance momentan für den HSV ist bei null. Und die wird auch zerbrechen. Der HSV wird auseinanderbrechen und selbst Kühne. Ob er das alles kitten kann, wird sich zeigen. Neue Besen kehren gut, sagt man ja immer. Und ich denke, das war richtig jetzt, nochmal alles auf eine Karte zu setzen und eben neue Impulse zu setzen. Das wird der spannendste Abstiegskampf aller Zeiten für mich. HSV ist für mich noch nicht abgestiegen. HSV kann es noch schaffen, weil die Konkurrenz wird auch Punkte liegen lassen. Und immer geht das nicht, dass der HSV keinen Sieg holt. Irgendwann kommt der Dreier jetzt wieder. Und ich sage jetzt gegen Berlin. Das ist jetzt wie beim Poker. All in. Alles oder nichts.